Sein Draufgänger Image steht ihm bei seinem Sieg mit 39,1% eurer Antworten jedoch nicht im Weg. Der Spitzensportler trainiert seine Muskeln regelmäßig und sagt in einem RTL2-Interview, dass er mit dem Leistungssport auch nicht so schnell aufhören will. Die BTN-Fans dürfte es freuen. Auf den zweiten Platz hat es Bartasch mit 28,1% geschafft und das obwohl er noch nicht lange in der TV-Serie dabei ist. Rang 3 geht an Patrick, der 20,3% der Stimmen für sich gewinnen konnte. Jakob landet ein wenig abgeschlagen auf Platz 4.